So Leute, weiter geht es mit Assassin's Creed Valhalla. Wir begeben uns jetzt wieder zurück nach Jofor-Vikshir und werden uns zur großen Halle begeben, zur Halfdan. Und ja, anscheinend scheint Halfdan nicht dort zu sein. Steht zumindest in der Quest. Wir werden dann mit Moira sprechen und schauen, was da los ist. Das hat mich jetzt sehr interessiert, deswegen mache ich erstmal das, bevor wir nach Snottinghamshire rüberreisen. Weil das wird dann das letzte Ziel sein, bevor wir anfangen, hier alles zu looten. Hey! Deswegen machen wir das erstmal. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir alle Verbündeten abgeschlossen haben. Dann kommt bestimmt eine Szene mit Sigurd, wo er unsere Verbündeten in Frage stellt und so weiter und dann wieder größenwahnsinnig spricht. Und dann werden wir uns wahrscheinlich entscheiden können, ob wir gegen ihn kämpfen oder nicht. Aber wird noch sehr spannend. Aber erstmal zur Halfter. Ich frage mich, wie es Halfdan geht, nun da er auf seinem Thron sitzt. Vielleicht weiß Moira, wo Halfdan. Moira, stimmt etwas nicht? Weine um Nordhymbre. Ist es wegen Halfdan? Geht es ihm schlechter? Sein Herz ist gebrochen. Er ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Nun, da Faravid verloren und seine Brüder fort sind, wiegt er sich in Verfolgungswahn und Trauer. Ich könnte mit ihm sprechen. Wo ist er jetzt? Er läuft durch Peacheringas Felder mit seinem geliebten Beonton. Ich finde ihn. Danke, Moira. Peacheringa ist im Osten. Folge einfach der Straße nach Skadaborg. Wo scheint das denn zu sein? Hier drüben. Holy. Ja gut, wenn wir schon dahin gehen, dann nehmen wir auf jeden Fall mal ein paar Sachen mit hier. Zum Beispiel hier den Tungstenbarren. Wofür ist eigentlich dieser Dings? Aha, da ist eine Truhe drauf. Ah, die holen wir uns irgendwann. Jetzt erstmal zu den Tungstenbarren. Die sind wichtiger. Jetzt kommt's. Hier ist Schlüssel. Ach ja, stimmt. Das war das eine. Hier sind drei Schlüssel für einen Tungstenbarren. Das ist echt lächerlich. Und die Schlüssel werden mir nicht mal angezeigt. Echt lächerlich. Das wird noch ein richtiger Krampf, sage ich euch, das Spiel auf 100% zu spielen. Das wird noch ein richtiger Krampf. Ich werde wahrscheinlich erstmal alle Nebenmissionen machen, damit wir alle Truhen holen können, die mit Missionen erreichbar sind. Und danach werde ich wahrscheinlich erst anfangen zu looten. Weil vorher hat das in diesem Spiel keinen Sinn. So, gehen wir zu Fuß, bis wir die St aus der Stadt raus sind. Dann können wir mit dem Wolf dahin reiten, schnell. So. Dürfte nicht lange dauern, wenn wir auf der Straße bleiben. Oh, wie ich diese Landschaft liebe, ne, die nur so ein bisschen Schnee hat. So ein Gemisch aus Schnee und Grün. Beste einfach. In Open-World-Spielen sieht das so gut aus. Oder nur Schnee.
Ich liebe allgemein Schnee in Spielen. Na komm, noch kommt wieder zwischen zwei Äste nicht durch. Was ist denn los hier? Überall Füchse. Gibt es hier sonst keine anderen Raubtiere oder was ist hier los? Das wäre doch perfekt für Bären. Sorry dafür. Eieiei. Die scheiß Pollen machen mir sogar im Winter zu schaffen. Die meine Allergie. Los! Das Problem ist, diese Pollenallergietabletten machen extrem müde. Deswegen nehme ich sie kaum. Weil ich auch so schon richtig krass müde bin. Und wenn ich die Tabletten nehme, dann schlafe ich wahrscheinlich durch. Das kann ich aber mir nicht leisten, leider. Durchzuschlafen. Ja! So. Da wären wir auch schon. Ich nehme erstmal den Aussichtspunkt, bevor wir zur Halfdame gehen. Der ist schon hinter uns. Na komm. Alter, ist so langsam. Na, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Du läufst ja genauso schnell wie ich. Ist das mal ein cooler Aussichtspunkt, oder, Leute? Das ist, glaube ich, bis jetzt der zweite, der mir sehr gefällt. Und ich liebe es, dass die endlich mal begriffen haben, dass man jede Ortschaft seine eigenen Sehenswürdigkeiten hat. Also, dass man nicht einfach copy-paste das Spiel verkaufen sollte. Das feiere ich an Valhalla so krass. Aber dass es so verbuggt war, war halt nicht so gut, ne? Das hat die guten Seiten des Spiels vergessen lassen. Zumindest für einige Spieler. Synchronisierung abgeschlossen. Hier ist sogar eine Nebenquest da unten. Ups. Hast du das Geräusch gehört, als der Stein unten ab? Ey, das hat sogar gepasst. Hast du das Geräusch gehört, als der Stein unten ankam und dann sind wir gestorben? Das hat sogar gepasst. Sie hat ganz bestimmt nicht uns gemeint. Sie hat wahrscheinlich einen Stein runtergeworfen. Sollen wir die Nebenquest machen schnell? Komm, wir machen das mal. Was geht mit denen noch?
Zerquetscht. Was für eine unschöne Art zu sterben. Der hat nicht viel gespürt. Ring des Fischers. Ja gut, ne? Die Quest ist verbuggt, glaube ich. Dadurch, dass er hier nicht anzusprechen ist. Beziehungsweise nicht zu interagieren ist. Ja. Kommen wir einfach später wieder, das resettet sich dann. Ich denke mal, ich hätte die Frauen dann, töten müssen, nachdem ich das eingesammelt habe. So kann man auch einen Quest buggen. Statt dass dann einfach wie bei Odyssey steht, Quest abgeschlossen. Bei Odyssey war es auch kein Problem. Wenn ihr eine Sache erledigt habt, bevor ihr jemanden angesprochen habt, dann stand da einfach Quest abgeschlossen. Easy going so. Ich weiß nicht, wieso die das hier nicht gemacht haben. Sobald du hier eine Sache tust, bevor du die Questpunkte interagierst, damit du die Questreihe startest, ist es verbuggt. Also sobald du auf gut Deutsch, sobald du etwas tust, bevor du es machen solltest. Also nicht in der richtigen Reihenfolge. Ihr wisst, was ich meine. Jetzt gehen wir erstmal zu Halfdan. Halfdan, wo bist du? Rabe nicht verfügbar. Okay, wir holen uns erstmal die Wölfe. War doch noch einer. Wo bist du? Hast du Angst bekommen? So, Halfdan. Wo bist du, Halfdan? Da ist er. Kein Ruhm, keine Hoffnung. Nichts als Schnee, still wie eine Leiche in ihrem Grab. Steh auf, Halfdan. Ich bringe dich zurück nach Jorforvik. Komm hoch, Herr. Du bist ein König. Du darfst nicht schmollen. Viele gaben Blut und Leben, um dich auf diesen Thron zu setzen. Also setz dich! Mein Bruder Ivar, starb er den guten Tod? Er starb im Kampf. Du erschlugst meinen Bruder und hast es nie gesagt. Du hast es mir verheimlicht. Es war kein Geheimnis. Oba wusste es, hatte es dir nicht... Lass mich. Nein, ich bin hier, um dich sicher nach Hause zu bringen. Also steh auf. Ich habe meinen Hammer verlegt. Ich glaube, Beontan ist damit weggerannt und mir geht es nicht gut, Eivor. Ich finde deinen Hammer und dann kommst du mit mir. Ich war auf dem Weg nach Skadaborg. Wenn du meinen Hammer findest, bring ihn mir dorthin. Jesus. Gut, finden wir Halfdans Hammer. Haben wir sonst nichts zu tun. Wir machen aber ganz kurz mal hier. Wir machen hier mal ganz kurz diesen Dings. Diesen Sportstreich. Na, sieh mal an, du bist ja ein Riese. Wie heißt du? Eivor vom Rabenclan. Eivor vom Rabenclan. Komm doch mal kurz her. Trinkst du gerne? So gern, wie ich atme. Und magst du Spott streiten? Sehr. Dann hör zu. Hier ist niemand drauf aus, dass man uns was erklärt. Hier wird nur hochgeschätzt, wer den Becher schnell leert. Wenn du nicht trinkst, mach kehrt und hinfort dann mit dir. Erst stopfe ich dir dein Maul und dann stürze ich mein Bier. Ja, so geht das. Dann zeig deinen Einsatz. Das Ale ist umsonst für Spottstreiter.
Und von meinem Gewinn gebe ich die nächste Runde aus, ja? Ha! Das geht ja gut los. Also bereit? Noch einen Schluck, ehe es losgeht, ja? Viel Glück. Skoll. Skoll trinkt für mich mit. Dein Gesicht stinkt so schlimm, dass mein Magen sich kehrt. Fährt, würde ich sagen. Dein Gesicht sieht so aus wie der Arsch von einem Pferd. Ganz groß, wunderbar. Ja, trink noch ein. Ja, hier kommt der Nächste. Du siehst aus wie ein Schwein, okay, und nice, ich mag dich kaum sehen. Sehen. 10 verstehen, ne? Du bist stumpf wie ein Baum und kannst gar nichts verstehen. Einfach großartig. Du bist die klügste Person, die ich je traf. Du schlägst dich aber auch gut. Einen trinken wir noch. Wie er redet, bester Mann. Ich bin schlau, bin die Beste, der Sieg gehört mir. Mir? Wir hier, jetzt erzählst du mal irgendwas. Du bist so versorgt. Nice. Das war das beste Zankgespräch, das ich in all meinen Jahren erlebt habe. Du bist ein Wunderkind. Dasselbe könnte ich von dir sagen. Ein Hoch auf Elbo, den allergrößten Wortschmied im ganzen Land. Danke. Das sagt er, aber ich befürchte, das Einzige, was er angelt, sind noch mehr Spielschulden. Vielleicht sollte ich ihn doch rauswerfen. Tch, ohne diesen Strolch bist du besser dran. Mein Mann sollte längst zurück sein. Newt, 400 Silber bekommen, also 200 gewinnen. Müssen mal später in der Siedlung wieder beim Händler vorbeischauen, da gibt's echt coole Sachen zu holen. Weiter unten. Unter den Runen könnt ihr also Schiffskins und so weiter holen und neue Tattoos. Und je weiter ihr in der Story kommt, desto mehr Sachen hat die für euch. Vergesst das nicht. Hase Loki, ich beschwöre dich. Hase Loki, ich beschwöre dich. Nein, ich verlange. Schicke mir einen Holmgang-Kämpfer, um meine Stärke zu prüfen. Ja, wir schicken dir gleich einen Kämpfer. Kleinen Moment. Der läuft wieder von alleine. Ist manchmal voll buggy. Also, ich drücke geradeaus und er läuft Augen. Einfach weiterhin in die Richtung, die er eben. Das Bionton. Und bewacht davor, den Hammer. Die er davor anvisiert hatte. Also, ich kann die Richtung nicht wechseln. Alfdan braucht seinen Hammer. In Skadarborg wartet der, okay. Wo ist das? Da drüben. Dann mach. Obwohl, warte, wir holen mal ganz kurz die Nebenquest. Er wollte unbedingt einen Kämpfer haben. Hier bin ich. Der Hase hat deine Wünsche erfüllt. Ich warte auf deinen Kämpfer, Hase Loki. Schick ihn mir ins... Ja, ich war bereit und bin es noch. Fäuste hoch! Deine Zeit ist um. Du wirst Krähenfutter. Die mit ihrem ständigen auf den Boden werfen, Alter. So ein billiger Trick.
die ganze Zeit jemanden auf den Boden zu werfen. Guck dir das an. Und dann macht das auch noch so viel Schaden, so. So lächerlich. Der spammt einfach nur die gleiche Attacke. Und was hat Hase Loki dir versprochen? Reichtum? Ruhm? Ehre? Der Hase hat nichts gesagt. Du könntest viel von ihm lernen. Das stimmt wohl. Hase Loki, ich kann... Wo willst du denn hin, Loki? Tun. Wo willst du hin, Loki? Warte, ist das jetzt ein Easter Egg? Sollen wir ihm folgen? Wo geht er hin? Täuschung ist des trickreichen Handwerk. Dieser Mann wird ewig den Narren spielen. Okay, wie cool. Der hat uns hier zu schätzen gebracht. Danke, Loki. Siehst du mal, dank dir haben wir was Neues herausgefunden. Das hat wahrscheinlich noch keiner gesehen oder gemacht. Also manchmal muss man auch auf die kleinen Dinge achten im Leben. Genauso wie hier im Spiel. Ich denke mal, die Sachen sind viel wert. Ach, was mache ich? Wir könnten auch dahin reisen einfach. Wir haben ja jetzt den Aussichtspunkt. So, wo bist du, Halfdan? Ich komme. Der Leuchtturm. Halfdan erwartet mich. Dieser Hammer ist nicht dafür da, ihn zu werfen, Halfdan. Denk nächstes Mal daran. Mein Vater, Ragnar, schenkte ihn mir. Er hatte ihn einem finnischen Anführer abgenommen. Er war noch warm vom Blut, als er ihn mir gab. Ich zählte 14 Winter. Ragnar Lodbrok war ein großer König. Ein finnischer Pfeil tötete meine Mutter. Sie war eine Schildmaid. So wild wie der Wolf, der die Sonne verschlingt. Mein Vater schwor, die Männer zu töten, die sie uns genommen hatten. Und das tat er. Alleine gegen 14. Aber das war vor Jahren. Weit im Osten. Hier im Westen ist mein Vater ein Haufen Knochen in einer Schlangengrube. Und doch erzählen wir noch Geschichten von seinem Leben und seinen Taten. Wie starb mein Bruder? Mit der Hand auf seiner Axt wartete er auf die Schildmeiden der Gefallenen. Nun trinkt er an der Seite unseres Vaters und erwartet den Krieg am Ende aller Tage. Jonton, mein Guter! Komm her, Junge! Ein Hund vergibt immer. Doch er braucht dich zu Hause. So wie das Volk Nordhymbris. Tue dies noch für mich. Entzünde das Leuchtfeuer, das alle es sehen. Und lass es brennen. Okay, wir sollen das Leuchtfeuer entzünden. Aber was bringt das? Warum will er jetzt das Leuchtfeuer entzünden? Ist das gut oder schlecht? Wir werden es herausfinden.
Ganz kurz hier hoch. So. Da willst du mich verarschen. Ich hab's entzündet. Man muss unbedingt eine Fackel dahin werfen, Alter. Lächerlich. Okay. Gucken wir mal, ob die Quest mittlerweile wieder geht. Ich danke dir. Du wirst in meinen Hallen immer willkommen sein. Okay. Ja, was wäre eigentlich passiert, wenn wir gesagt hätten, dass Eva als Feigling gestorben ist? Das würde mich auch mal interessieren. Wahrscheinlich hätte dann der sowohl Ober als auch der König mich vermieden. Aber ich denke mal, das war die richtige Entscheidung. So können sie wenigstens beruhigt irgendwie weiterleben und nicht die ganze Zeit mit Hintergedanken an Eva. Haben wir die Quest jetzt echt verbuggt? Kann ich ihn vielleicht mit Pfeilen nach vorne schieben? Nein, kann ich nicht. Okay. Weil hier gibt es sonst nichts zu tun. Ich muss irgendwas mit der Leiche machen. Untersuchen wahrscheinlich. Aber mir wird nichts angezeigt. Echt schade. Egal. Wir verschwenden keine Zeit. Ich werde jetzt hier die Quest aktivieren von Snottinghamshire. Und dann gehen wir dahin. Aber erstmal ganz kurz Fertigkeitspunkte. So. Bei 337 sind wir jetzt. Auf zu 400, wa? Dauert nicht mehr lange. So, Snottinghamshire, wo bist du? Warum wird mir nichts angezeigt? Reise nach Snottingham. Da ist das doch, oder? Ne, hier. Hier drüben. Okay. Wahrscheinlich müssen wir erstmal dort Leute treffen und dann nach Snottingham hier zum König. So. Nice, Alter, wie schön das aussieht, war mit den Dings. Mit den, mit diesen Kristallen. Sieht echt schön aus. So, da drüben müssen wir hin. Hey! Was geht ab? So, in 400 Metern ist neue Ausrüstung, aber wir gehen jetzt erstmal zur Hauptmission. Ja! Wir müssen auf jeden Fall nach links lang und dann nehmen wir das irgendwann mit. Jetzt in der nächsten Zeit.
Ja! Okay, was ist das? Helixriss oder was? Anomalie untersuchen. Was geht denn jetzt ab? Was ist das denn? Bex, siehst du das auch? Ja, komisch. Irgendeine Art Anomalie. Der Rest deiner Simulation ist eingefroren. Ich sehe ein freies Datenpaket in der Nähe. Mal sehen, ob ich da rankomme. Okay, aber mach langsam. Wir wissen ja nicht, was es ist. Ah, ich weiß schon, was ich machen muss. Wie kann ich das Rote hier abschalten? Ach, das kann ich bewegen. Okay, nice. Na dann, machen wir es mal so. Und dann so. Und das ist okay. Klettern wir mal hier hoch. Das ist mit Zeitlimit oder was? Ich drück doch schon Dauerdingen. Ich muss echt schnell rüber. So schnell schaffe ich es gar nicht rüber. Wie soll das denn funktionieren, bitte? Muss ich erst da hoch? Anscheinend. Nee. Warte mal. Bewegen. Warum kann ich den hier bewegen? Check das nicht, Leute. Das. Boah, habe ich mich jetzt erschrocken. Das reicht doch niemals, diese kleinen Dingen.
Kann man den da unten... nee, kann man nicht. Okay. Vielleicht müssen wir das hier nach links umleiten. Na, ja, das scheint schon eher machbar zu sein. Aber wie? Hey, ich hab's doch fast geschafft. Warum springt sie da nicht? Oh, komm. Das war doch perfekt eigentlich. Ne. Das schafft man nicht. Vielleicht Wandlaufen? Kann's mir zwar nicht vorstellen, aber... Ne, okay. Keine Ahnung. Irgendwas muss ich hier anders machen. Ich bin am Verzweifeln, Leute. Ich mache einfach ein Guide-Video, sobald ich das habe, ja? Also danke fürs Zuschauen und wir sehen uns zur nächsten Folge. Haut rein.